Hallo, da herzlich willkommen zurück bei mir, Kanal, mit mir sofort und dem. Ja, gleich. Wir haben hier wir haben ein neues Spiel, und zwar Orbital 1. Ja. Keine Ahnung, wie es funktioniert. So, der interplanetarische Krieg ist zu Ende und die Menschen kamen heraus, um zu feiern, indem sie kämpften. So sind sie auf diese neue Sportart gekommen, bei der die Spieler wie Planeten umkreisen. Lass uns loslegen. So, ich habe im Moment, zerstöre die rivale Flotte. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert. Ziehe die Karten, um die Einheit in die Arena zu setzen. Okay, da haben wir einen Vollstrecker. So, was haben wir jetzt hier? Dann wohl auch noch andere Sachen. Was? Aber irgendwie in einer, ja, in einer runden Arena. Ich habe keine Ahnung aktuell, was da jetzt... Ja, was werden wir, schon herausfinden? Kopfschmerzen? Als ob so ein Spieler dir leckt. Der Verfolger, Spiel vorbei. Ausgezeichnet, du hast gewinnen. Okay. Der Gewinner hat gewinnen. Also, sollten die Entwickler, if you see this video in German, du hast gewinnen, is wrong. Please correct this to du hast gewonnen. Oh. Hier kannst du sehen, wie gut du dich im Kampf geschlagen hast. Wenn du die Flotte deines Gegners. Wenn du die Flotte deines Gegners zerstörst oder einfach nur seinen Kapitän, erhältst du einen sofortigen Sieg. Hier ist dein erster Kurier. Sie bringen tolle Belohnungen mit. Okay, gucken wir mal. Kurier. Also wenn ihr einen Übersetzer benutzt, der ist nicht gut. Das ist richtig. Hier ist dein erster Belohnungskurier. Weg ihn auf. Belohnungskurier, okay. Aufwachen. Der Kurier muss aufwachen. Okay, der schläft gerade noch. Je besser der Kurier, desto länger dauert er, bis er ankommt. Glücklicherweise kannst du deine Juwelen verwenden, um den Prozess zu beschleunigen. Beschleunige den Prozess hier kostenlos. Dieses Mal geht's auf uns. Okay, also. Dann würde ich mal sagen, machen wir den mal auf. Gucken wir mal. Münzen haben wir bekommen. Ein elektrisches Duo haben wir bekommen. Eine seltene Karte, den Arachno-Sturm. Ein Vollstrecker, das ist eine gewöhnliche Karte. So, okay. Da soll ich jetzt draufklicken. Verbessern, den Vollstrecker. Okay. Karten werden nach verschiedenen Typen und Arten gruppiert. Lerne, was sie machen können, um deine Strategie zu erstellen. Wenn du deine Karten verbesserst, werden sie stärker. Du brauchst nur ein paar... Okay. Karten umnutzen. So. Und dann da wieder drauf. Wohl Training. Okay. Motoren aufwärmen. Die richtige Strategie wird dir helfen, deinen Gegner zu besiegen. Lasst uns dir ein paar Tricks beibringen. So, also den nehmen wir und dann... Ja, den... Okay, ich ziehe ihn jetzt einfach mal raus. Den Mastodon. Dann den. Und den soll ich auch rausziehen. Dann machen wir den mal da oben. Ah ne, soll ich auch da rein. Gibt es noch irgendwelche Tricks? Vollstrecker. Kann ich nicht irgendwas anderes? Irgendwo woanders da noch? Keine Karte ausgewählt. Kopfschmerzen. Ne, ich kann ihn nicht anders da. Okay. Okay. Und die gehen alle da drauf. Alles klar. Das ist doch schon... hä? Spiel vorbei. Die sind gleich auf den Typen draufgegangen. Ja, du bist auf dem besten Weg, am meisten eine Strategie zu machen. Ich weiß zwar jetzt nicht, welche Strategie ich angewendet habe, noch nicht so richtig, aber das hätte ich fast vergessen. Siehst du diese Trophäen? Sie messen deine Fähigkeit. Jo, Mann, der Geist ist richtig schlecht. So... Drott. Jetzt bin ich mal dran. Willst du mal? Ja, mach mal. Probier mal. Hier. Ist so eine Art Clash Royale. Ja, so eine Art Clash Royale. Die mag ich. Eine Art Clash Royale. So, jetzt hatten wir schon. Das so. Problem ist, dass hier das Knie ganz ab. So, also. Das Gott. Sieht ja niemand. Deswegen super. Weiß keiner, wovon du sprichst. Ja. Ey. So, scheiße, also, egal. Gut, so. Zurück. Training. Juhu. So. Jetzt wird wieder ganz viel gelesen.
Ja, lass erst mal gucken. Stell deine Motoren bereit, deine Einheiten vor. Wir gewinnen dieses letzte Trainingsspiel. Okay, das ist ein Trainingsspiel jetzt noch. Okay. Alles klar. Was ist denn? Also, okay, ein Teddy-Kanone, der Verfolger wird sich irgendwie gut an. Ich tue mal in die Richtung. So. Ach so, jetzt kapiere ich das erst. Der Kreis, der Typ da in der Mitte, das sind wir da, ne? Der da links ist der Orangene. Ja. Ach so, deswegen können wir auch immer nur von uns aus den... Ach nee! Ja, sorry, habe ich jetzt erst verstanden. Alter, oh, du bist gleich tot. Nein, kaum spielt der Herr sofort, ist er auch schon gleich tot. Oi, 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 und das war's. Jetzt hat er verloren. Oh, shit! Ah. Das ist nicht so erwartet. Ich versuche es noch einmal. Den mache ich jetzt fertig. Ich muss das Spiel erst mal lernen. Hat er sofort, hat er gut gemacht. Aufwachen. Aufwachen. Warum heißt das aufwachen, sondern aufwecken? Ja, oder einfach aufmachen. Ich denke mal. Was hast du bekommen? Was war das? Achanensturm. Und Trecker. Und... Helmes. Eine seltene Karte. Du hast das da. Achso. Mhm. Ist irgendwie genauso aufgebaut. Wirklich genauso. Dann seltene Karte benutzen. Gegen die hier. Und das doch. So. Auf jetzt. Jetzt schaffst du es. Komm. Ich bin mir sicher. Ich habe das Gefühl, du brauchst auch schon viel zu lange. In der Zeit, wo du dir jetzt den einen da setzt, habe ich schon, glaube ich, 3 oder 4 Einheiten gesetzt gehabt. Das ist... Weißt du gar nicht, was die alle machen? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe es einfach gesetzt und habe gewonnen. Toll! Alter, das ist ja echt heftig. Mann, mach doch was. Das ist doch doof. Oh, der kommt da vorne. Den musst du aufhalten. Ja, deswegen stütze ich da auf Vollstrecke. Stirb! Hey, was ey? Oh, Alter. Vollstrecker macht so wenig Schaden. Aufsetz was? Ja, cool, was machst du denn? Guckst dabei zu, wie du abgeschossen wirst. Ich werde noch nicht abgeschossen. Doch. Du wurdest in der Einheit weggeschossen. Das muss... Mann, ich check das Spiel nicht. Das ist stimmt. Das ist ja Gott, Alter, Tablet legst. Ja, macht er auch was? Greift er auch an? Nö, der hat gar keinen Bock. Dein Mastodon wird gleich zerstört. Nö. Oh. Mach doch was, du doofe Truppe! Oh je, jetzt bist du gleich wieder tot. Nee. Doch, gleich bist du wieder tot. Nein, nein, nicht. Das schaffst du nicht mehr lange. Warum nicht? Das ist doof. Ich weiß es nicht, warum du das nicht schaffst. So, dann wahrscheinlich muss Baba mal ran hier. Nee. Der Baba. Nee, lieber nicht. Baba zerstört sie. So, schieß doch, danke. Und da wird nochmal ein Mastodon in die Arena reingejagt. Und ein elektrisches Duo hinterher. So, und da, oh, von da vorne kommt jetzt was an. Da kommt was an. Oh, und kann er es aufhalten? Kann er es aufhalten? Kann er es aufhalten? Uiuiui. Ui, ui. Ja, die sind schon nochmal wieder weg. So, aber jetzt muss was passieren. Es muss was passieren, weil... Jetzt startet der Gegenangriff. Jetzt startet der Gegenangriff und von hinten kommt die Rakete angeflogen. Und, boah, ey, die hat ja fast das Ding komplett zerstört alleine. Oh, er hat's geschafft. Geil. Okay. Okay. Da sind wir auch schon bei 10 Minuten. Nein. Hallo, ich... Mehr, ich möchte... Ich finde das cool. Ich mach grad gar nichts. So. Ja, aber lass mich mal. Du schreibst dir irgendeinen Käse rein. Ich schreib nicht so. Was? Nein, mach doch nicht so. Sehr gut. Warum her sofort YouTube?
Dich findet man ja nicht mal in YouTube, glaube ich, wenn man es eingibt. Doch, wenn man Herr Support eingibt, findet man instant unseren Kanal. Also. Ist das wirklich so? Das müssen wir später mal testen. Leute, wir machen jetzt eine kleine Aufnahme. YouTube. Wow! Okay, du hast recht. Ja, cool. Alles klar. Tja, gleich, ne? Ist ja gut, du bist ja schon voll bekannt hier. Ja. Mega. So, also. Ah, let's go! Öffne dich! Oh. Cool! Ich habe irgendwas bekommen. Machen wir jetzt trotzdem Kampf. Weil ich auf die Regeln achte. Oh, das ist ein Kampf gegen jemand anderen. Ja. Warum haben meine viel weniger Leben als seine? Du wartest viel zu lange, bis du startest. Guck mal, der jagt schon die ersten Sachen los. Da bist du noch am Überlegen, was du ziehen kannst. Du setzt einfach irgendwas hin. Das ist auch nicht viel besser. Ah, eine Rakete kommt da angeflogen. Da ich im Moment noch nicht weiß, was die einzelnen Sachen können, ist es auf jeden Fall besser, als dabei zuzuschauen, wie der andere die ganze Zeit irgendwas setzt. Meins wird. Oh, ich glaube, den zerstörst du. Den mache ich. Eindrucksvoll lächeln. Schreibt er, okay. Ja, ich bin besser. Nochmal eindrucksvoll, okay. Ja. Ey, das macht man. Was ist denn das? Der lobt dich. Was bist denn du für ein Assi? Wie machst du gleich hier Negativwerbung? Toll. Vielleicht der Entwickler vom Spiel, ja. So, und du einfach. Du bist toll. Du bist wirklich toll. Der denkt jetzt auch, was ist das für ein Arsch? Ja. Ich lob den und der ist doof. Ja. Der Herr Sofo. Oh, ist nicht zu glauben, ey. Ja, gut, dass du Herr sofort geschrieben hast und nicht Herr gleich. Schade. Das ist ja wirklich mega. Also hoffentlich macht er dich jetzt fertig. Hoffentlich macht er dich jetzt fertig, wirklich für die Frechheit. Ja. Gegner! Hoffentlich kriegst du jetzt richtig schön. Der gleiche ist gegen mich. Ja, weil ich bin geschockt. Kalle, bist du in den Spielen immer so? Ja. Ehrlich? Ja. Na gut, in manchen Spielen. Nicht allen Spielen. In Spielen, wo ich zuerst mal spiele und jemanden fertig mache, da bin ich so, ja. Einfach. Eindrucksvoll schreibt er, du einfach. Seitdem kam jetzt von dem anderen kein Kommentar mehr, der denkt sich jetzt einen Teil. Wie gesagt, hoffentlich zerstört er dich jetzt. Weil seitdem du das geschrieben hast, habe ich das Gefühl, ist er besser geworden. Der hat jetzt die Hasskappe auf. Der denkt jetzt, boah, den muss ich zerstören, den muss ich fertig machen. Ah, der ist doof, ne? Der ist sofort, den mach ich fertig, der ist easy. Der ist sofort easy. Ja, es ist aber doch schon ein sehr, sehr... Wow, jetzt kommt die Rakete, jetzt ist das Ding vorne platt. Bam! Viel Glück! Ja, jetzt wünscht er. Jetzt sagt er nicht mehr eindrucksvoll, jetzt wünscht er dir nur noch viel Glück. Ja, ist doch trotzdem okay. So. Weil jetzt kriegst du richtig schön. Einfach! Hat er nochmal geschrieben, ja. Einfach. Ja, und ich habe ihn fertig gemacht. Und toll. Du bist ja super. Der Titel wird sein, Herr Sofort ist Asi. Das war jetzt wirklich, also ich bin schockiert, muss ich sagen. Ich bin wirklich geschockt. Du bist nicht geschockt. Doch bin ich. Du laberst. Nein, ich bin geschockt. Sowas mache ich nicht. Du nicht. Das Nein. Ist mir aber egal. Ich wusste gar nicht, dass du so drauf bist. Hashtag Asi unten in die Kommentare. Ich wusste. Jeder, der Hashtag Asi schreibt, kriegt ein Herz von mir. Was? Ich Das Problem ist, ich kenne unsere Community, du wirst wahrscheinlich relativ viel dafür bekommen. Wieso nach Arena, nach Light, nach Energie? Leute, jeder, der ein Herz haben möchte, schreibt unten in die Kommentare Hashtag Asi. Ich bin geschockt. Elektrisches Duo, das sind doch die, können wir doch eigentlich auch machen, ne? Was? Wir haben ja genug Münzen haben wir. Nein, kauf doch den Befolger! Mastodon, den können wir uns doch gar nicht leisten. 1000. 1000 kostet der, können wir uns doch gar nicht leisten. Aber das hier können wir uns leisten. Dass wir es wenigstens pushen können. Ich habe gedacht, das ist halt 100 und da kann man da mit den Regeln vielleicht sich einholen. Nein. Also das heißt, nicht
Der kostet nur 5 jetzt zum Beispiel zum Verbessern. Nee, das ist doch in dem ganzen. So, und der hier wird wahrscheinlich auch nur 5 kosten. Dann machen wir noch ein Match hier. Oh nee, der kostet schon mehr. Ich will noch 2 machen. Du hast jetzt... Wir sind bei 15 Minuten. Ja und, weiter? Du weißt ganz genau, wir müssen warten, bis wir... Nee, das... Was denn? Was denn? So. Den können wir auch anpassen, okay. Für 60 Juwelen, hol den bitte. Ja. 60 Juwelen. Nee, bitte, 60 bitte. Juwelen. Bitte, bitte. Nein, ja. Warum? Bitte. Nein, die Juwelen. Die ist stärker. Bitte, 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 bitte. Wieso ist die stärker? Die sieht einfach anders doch, aus. Nein, die hat bessere. Die hat mehr Angriff. Also mehr Dinge, mehr. Aber in Arena 3 kriegen wir auch jemanden. Guck mal hier. Das ist Arena 3. Den will ich haben dann. Ich will Arena 7 haben. Was gibt's denn da noch? Cool. Aber der sieht geil aus auf dem Affen. Das würde dem Ape Dog wahrscheinlich wieder gefallen hier. Hä? So, wie da unten drauf, ne? So Herausforderungen. Was sind das für Aufgaben? Gleich, oben sind zwei Dinger, die kannst du auch mal. Zerstörer? Wo? Wo denn? Da oben, unter freier Kurier. Ha. Auf. Drei epische! Mach auf! Machen wir gleich. Eine Sekunde. Ja. Empfangen. Drei epische, nice. Welche bist du? Der Verfolger. Verfolger? Ja, und die Teddykanone. Jetzt hat drei Stück. Nee, Quatsch. Einer. Oh! Wow! Nice. Okay, das sieht gut aus. Und dann haben wir nochmal so ein Ding da, ne? Hier, da auch noch. Aufwachen, lass mal schauen, was dabei rauskommt. Das dauert nur 3 Stunden. Ach, das sind Stunden. Ja. Das sind gar keine Sekunden. Okay. Das waren ja eben gerade 53 Minuten. Das waren ja eben gerade 3 Sekunden. 3 Sekunden und 59 Minuten. Was ist denn das hier überhaupt jetzt? Das ist episch, oder was? Ja, ist episch. Mach gegen die unten rechts. Gegen den da? Mhm. Gegen die Kopfschmerzen? Ja. Wie kann ich das machen? Benutzen. Benutzen und dann... Das ist genau... Das ist für den da? Ja, das ist genau das gleiche wie Clash Royale. Also falls die Clash Royale mögt, weil oben noch unten links kannst du verbessern. Folge. Ja, da habe ich wahrscheinlich nicht das Geld dafür. Wenn ihr Clash Royale mögt... Oh, scheiße. Wenn ihr Clash Royale mögt, dann könnt ihr euch das auch mal runterladen und in der Videobeschreibung. Das ist wie immer der Download-Link. So, dann gehen wir auf Herausforderung. Okay, also ich schau mal, nach Gegner suchen. Jetzt habe ich wahrscheinlich den gleichen Gegner und der denkt sich, boah, der schon wieder, ja, dieser. Das kann sogar der gleiche sein, oder? Ist das der gleiche? Alter. Da wünsche ich dir sogar schon viel Glück. Ah, ich konnte ihn nicht bremsen. Oh, gleich, bist du schlecht. Ich konnte ihn gerade nicht bremsen. So, den haben wir. Summer, komm! So. Ach, der hat auch so ein Ding. Scheiße! Oh ja, gleich! Scheiße! Let's go! Scheiße, der hat auch so ein Teil. Was hat er denn? Der hat auch so eine Biene da. Oh! Jetzt wird er gleich fertig. So ein Käfer. Oh nein! Das finde ich doch gut. Alter! Der ist. Aber eigentlich wird fertig gemacht. Sowas macht mir immer Spaß. Ich weiß ja noch gar nicht, was gegen was besteht. Nein! Oh, gleich. Hör auf! Ey, mach keinen Scheiß. Alter! Komm, bitte mach das Ding jetzt kaputt. Mach den kaputt. Jawoll! Jetzt kann ich auch so ein Summer machen. So, und da von vorne kommt schon wieder was. Ey, oh. Ey, das war eben gerade in der Demo-Runde aber viel einfacher gewesen. Ja, in der Demo-Runde. Mach den kaputt! Du spielst doch gerade gegen echte Menschen. Ich weiß es. Ja, dann. Alter. Aber ich hab das erste Ding von dem kaputt. So. Elektrisches Duo, komm. Zack. Nein. Das ist wahrscheinlich der gleiche Typ, oder? Nein. Doch, das ist der gleiche Typ. Oh Mann, ich hasse dich. Du bist so schlecht, der gleiche. Ich hasse dich, du bist dran schuld, ja. Du bist dran schuld, dass der mich jetzt töten will. Nur noch 60 Sekunden. Schreibt er einfach? Ja, hat er geschrieben. Das ist doch schön. Hast du recht, Gegner. Der gleiche ist auch einfach. So. Alter, mit was kommt denn der da jetzt an? Alter Vater, mach den kaputt!
Mach den kaputt! Oh mein Gott, 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 30 Sekunden noch, komm! Auf geht's, 30 Sekunden, ich krieg den Blatt, ich krieg ein Blatt, ich krieg ein Blatt! Ja! Hast du gewonnen? Ich hab's gewonnen, ja. Wow, willst du noch eins machen oder soll ich noch eins machen? Darf ich noch eins machen? Du kannst noch eins machen, wenn du verlierst, das Play. Alter, das hat jetzt jemand geil, das hat Bock gemacht. Let's go! Let's go. Ja, geil. Was hab ich denn dafür bekommen? Oder soll ich den wirklich? Nein, den nehme ich nicht, oder? Nein. Was kann ich denn sonst für das Geld bekommen? Da ich überhaupt erstmal weiß, was kriegt man denn dafür? Für 60. Was kann man denn dafür holen? Ein Stapel Münzen, 800 Münzen könnte ich dafür, könnte ich dafür bekommen. Bringt dir gar nichts. Also soll ich den holen? Ja, du kannst ihn gerne holen, du kannst ihn holen. Aber ich will den dann haben in Arena 3. Nein, ich will den in Arena 3 haben. Herausforderung. Ein Match machen wir noch. Wow. So. Oh Gott. Der ist bestimmt voll gut. Das ist mal ein anderer. Mhm. Bam. Oh. Alter, mit was kommt der denn da an? Alter, was ist denn das? Mach mal keinen Scheiß hier. Oh, holy shit. Mach den kaputt, mach den kaputt, mach den kaputt, mach den kaputt, mach den kaputt. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott! Ich musste. Oh, Alter! Du hast eindrucksvoll, sagst du. Das war jetzt bis jetzt noch nicht eindrucksvoll. Schreib einfach. Hallo? Bin ich wie du oder was? Nein. So wie der Vater, so der Sohn. Nein, so bin ich mit Sicherheit nicht, nein. Wie der Vater, so der Sohn. So bin ich mit Sicherheit nicht, nein. Doch? Nein, 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 nein. Fliegende Lava-Faust. Leute, wenn ihr gleich kennen würdet. Nein, 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 nein. Der nein, ist nein, immer nein. So. So bin ich überhaupt der nicht. Der ist immer so. Geil, das erste Ding habe ich schon mal platt gemacht von dem. Das hat sich gerade falsch angehört. Wieso? Das erste Ding von dem habe ich platt gemacht. So, den Verfolger müsste ich dann in genau die andere Richtung mal jagen. So, und jetzt greife ich an. Und jetzt komme ich noch mit dem Verfolger. Alter. Wenn ich jetzt den Verfolger einmal vorne rumjage, dürfte er tot sein, oder? Noch 60 Sekunden. Machen wir die Lava-Faust noch. Das elektrische Duo. Den Vollstrecker. Und jetzt geht's los. Und jetzt jage ich den Verfolger gleich außenrum. Summer noch, genau. Und jetzt komme ich mit dem Verfolger. Jetzt ist Feierabend. Oh ne, ich muss erstmal hier im Arachnosturm noch blockieren. Genau, und jetzt komme ich mit dem Verfolger. Jetzt ist Feierabend. Jetzt kriegt er richtig eine verballert. Oh nein, doch, 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 das reicht, das reicht, das reicht. Jawohl, mit dem Verfolger. Bam! Platt gemacht. Ja, ich habe ihn platt gemacht. Mega! Death in Death. Versucht, das ist ein Entwickler von denen. Death in Death. Der Entwickler von einem Spiel vernichtet. Das war jetzt echt cool. Kann man mehrere parallel machen? Nee, geht nicht. Ne? Immer nur eins. Okay. Ja, Orbital 1 macht für mich einen echt coolen Eindruck. Macht Spaß. Neues Spiel. Wir verlinken natürlich wieder die Download-Links. Wir verlinken wieder die Downloads unten in der Beschreibung. Oh, oh Gott. Und ja, also kann ich nur empfehlen für Leute, die so Clash Royale oder, Castle Crush irgendwas in der Richtung mögen. Die Clash of Clans, Clash Royale und so weiter.
Clash of Clans ist immer ein bisschen anders, oder? Ja, Clash of Clans. Ja, wenn du angreifst, ist es trotzdem ungefähr so. Ja, aber Clash of Clans, da baust du doch Städte auf, oder? Und ja. Du verteidigst quasi Städte oder greifst andere Städte an. Das würde ich jetzt nicht damit vergleichen, ja, mit einem Clash Royale. Ja, oder? Ja, nee, ist schon was anderes. Ja, was anderes ist natürlich. Das ist ja eher Tower Defense. Was denn? Clash of Clans. So halt. Ja, also wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns mal ein Like, Tascha, was nicht kommt. Abonniert den Kanal. Genau. Und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, ein neues Spiel bei uns. Oder Orbital 1, je nachdem. Also ich denke mal, da wird es vielleicht noch das ein oder andere Video von geben. Also mir macht das Spaß, mir gefällt's. Mir auch. Und jo, wünsche euch ein schönes Ostern. Haut rein. Macht's gut, bis dann. Ja, tschüss. Ostern. Ciao. Tschüss. Ich hab kurz die Aufnahme.